dann wollen wir nochmal losziehen und nochmal in den Vendanwald gehen. Was muss ich denn nochmal machen? Ich brauche Seide, muss ich finden. Ich muss Statuen finden und Silvanholz. Naja, dann den Mantau, ne? Nanu. Plötzlich sind sie wieder alle hier. Hä? Das. Na, komm schon. Wie viel habe ich denn jetzt? 6 von 9. Sehr gut. Statue mit Inschrift. Der Lobgesang von Mafferat. Diese Verse waren in einigen Statuen im Vendanwald eingeritzt. Sie stammen offenbar aus dem Lobgesang von Mafferat, den die Kirche den dissonanten Versen zuordnet. Sie sind somit kein offizieller Bestandteil des Gesangs des Lichts. Ja, aber trotzdem denke ich schon, dass sie Kanon sind. Ich glaube, ich lese das erst vor, wenn ich alle habe. Nur weil die Kirche da Sachen rauslöscht, die sie nicht unbedingt so gerne hat, heißt das nicht, dass es das nicht passiert ist. Aber sowas gibt es tatsächlich auch in echt, in unserer echten Welt. Natürlich. Bin schon unterwegs. Allein im Wald. Ich irgendwas, ne? Die nächste, ups, wie ich denn jetzt lang?
Mhm. Wen haben wir denn da? Hallo. Du wertloser Natürlich. Hund! Das hält mich nicht auf! Wie Belana im ausrastet. Boop. Sterbliche Überreste eines Magisters. Ach, das kann ich immer noch machen, jetzt oder was? Nee, das lasse ich, glaube ich, oder? Ist ja schon abgeschlossen. Bin schon unterwegs. Mögen wir die Götter sterben! Bin schon unterwegs. Ich kann aber sterben! Oh! Du hast dich mit dem falschen Gott angelegt. Du musst dich wirklich viel, viel mehr anstrengen. Ich hätte dich nicht gewagt. Los geht's. Mhm. Wie viel brauche ich eigentlich davon? Das habe ich fertig. 2 Holz und eine Seide brauche ich noch. So, der Lobgesang von Mafferat. Mein Groll zerfraß alles, was gut, freundlich und liebevoll war. Bis nichts mehr übrig blieb, außer dem Groll selbst. Er umschlang mein Herz wie ein riesiger Wurm. Und in meiner dunkelsten Stunde wandte ich mich von ihr ab und schwor, sie zu vernichten. Im Augenblick ihres Todes wusste ich, was ich getan hatte, und ich weinte. Ich werde ihre Lehren ins Land meiner Vorväter tragen. Darin liegt seine Rettung, ebenso wie die meinige. Und sie kam zu mir in einer Vision und legte ihre Hand auf mein Herz. Ihre Berührung war wie ein Feuer, das nicht brannte. Und durch ihre Berührung wurde ich gereinigt. Verzweifle nicht, sprach sie. Dein Verrat hatte den Segen des Erbauers und brachte mich an seine Seite zurück. Mir wurde vergeben. Der Bauer hat das geplant? Was? Mysteriöse Dinge.
Gut, dann werde ich mal gucken, ob ich die anderen Sachen finde. Erzählt mir etwas über euer Volk, Zwerg. Gut, Elf. Als erstes mögen wir es ganz und gar nicht mit Zwerg angeredet zu werden. Ich entschuldige mich. Bitte erzählt mir von eurem Volk, Orgrin. Oh ja, ich erzähle euch etwas. Ihr dürren Menschenfrauen und Elfinnen könnt unseren Frauen nicht das Wasser reichen. Ihr findet mich dürr? Natürlich. Seht euch doch nur mal an. Nennt ihr das etwa einen Hintern? Ein Mann braucht einfach ein bisschen Polster. Ja, kann sein, dass Männer das brauchen. Das ist trotzdem irgendwie gemein, ihr das zu sagen. Die hat ja jetzt schon genug Komplexe. Ja. Ich weiß nicht, wo der andere Kram ist. Seide fertig. Startwund fertig. Ich brauche jetzt nur noch ein paar Waldgeister. Kommt, Waldgeister, kommt. Hallo, Waldgeister. Bitte hierher. Jetzt trainieren wir ein bisschen. Ich brauche einen Baumi. Da ist ein Baumi. Schalten wir sie schnell aus! Ich verfüge über die Macht der Seele! Los geht's! Na dann, auf zurück in die Stadt. Judy, dann gehen wir und geben die Quests ab. Miau. Bereuet und habt Vertrauen, so wird der Segen des Erbauers euch Frieden bringen. Mhm. Oh. Ja, mit den Magiern wahrscheinlich. Und der Erbauer weinte um seine Geliebte und wandte sich erneut von seiner Schöpfung ab. So, ach so, das ist von den Händlern. Ja, dass die Templer jetzt ein besseres Holz haben wahrscheinlich. Ja. War vielleicht nicht so gut, die Quests von der Kirche anzunehmen. Äh,
Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. Ach so, das Schwert, ja. Da weiß ich nicht, wo der Hubert ist. So, hi. Ich glaube, die Aufnahme hat jetzt irgendwie eine Macke oder so. Ich glaube, das ist abgekackt. Ich hatte hier den Auftrag angenommen von dem lieben Marshall. Ja, nicht sonderlich wichtig, denke ich. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wo dieser Hubert ist. Nämlich hier. Ja. Hey, ihr könnt hier doch nicht einfach so hereinplatzen. Wieso? Ich bin verwirrt. Ich dachte, ich soll hier einfach nur irgendwie ein Getränk kaufen oder so. Naja, gut. Okay. So, es wird Zeit für eine kleine Lektion. Vielleicht, weil ich ja jetzt den Marshall-Auftrag angenommen habe. Das ist dein Ende! Hinter dir! Natürlich. Ha, und wieder heißt der Sieger Ogren! So. Drachenpisse. Okay. Schwarzgebrannter. Ja, ich werde mal ganz kurz vorlesen, was der Auftrag da ist. Recht und Ordnung. Sprich mit dem Schmuggler auf dem Markt. Marshall Aiden möchte, dass du herausfindest, wo sich das Versteck der Schmuggler befindet. Zweifellos kennt der Schmuggler auf dem Markt dieses Geheimnis. Ja, kann sein. Drachenpisse. Der Name ist zwar vermutlich bildlich gemeint, aber ganz sicher kann man sich nicht sein. Ja, das sieht nett aus. 40. Nicht viel. Okay, dann... Wo bin ich? Ah, da. Dann gehe ich mal zu den Kindern. Der Verderbnis, denke ich. Weil Ogren... Ich glaube, Ogren mag diese Quest auch. Ich glaube, da gibt es Pluspunkte bei ihm. Und ich brauche jeden Pluspunkt, um das abzuschließen. So. Natürlich. Ah, Moment. Jagd auf Plünderer, eine schmutzige Notiz. Ein paar von uns Weißen haben ihre Sachen verloren, als wir letzte Nacht auf der Straße gespielt haben. Wir haben fast nichts, also sind uns diese Sachen wichtig. Unsere Amme sagt, wir sollen um Hilfe bitten, weil sich jetzt jemand um uns kümmert. Wir haben eine Heugabel, ein Haarmäher, ein paar Schuhsohlen und hier wurde offenbar etwas unleserlich gemacht. Eine Puppe verloren und wir möchten gerne Kuchen. Bitte helft uns. Ein Geschenk für Melisse. Jemand muss etwas unternehmen gegen diese verrückten Vetteln, die hysterisch werden und versuchen, Leute zu töten, die nur Spaß haben wollen. Bestimmt ist ihre Schwester schuld. Sie ist so verrückt wie Melisse. Gegen sie sollte auch wer was unternehmen. Aber sie lebt weit weg, in Denerim. An dieser Stelle wurde ein Satz unleserlich gemacht. Die Weisen der Verderbnis haben Angst vor dieser verrückten Frau Melisse. Jemand muss sich, jemand muss sie verscheuchen mit einer Vogelscheuche vor ihrem Haus mit einem Messer. Oh Gott. Darunter ist eine einfache Karte gezeichnet, die den Weg zu Melisses Haus zeigt. Die armen Weisen der Verderbnis
voller Angst. Ja, also mittlerweile wird es ja ein bisschen ernst, finde ich, oder? Ist schon nicht mehr so ganz so fein. Wo kriege ich das her? Geschenk für Melissa. In Denerim? Ach, die Heugabel, okay. Die Frauen fühlen sich zu euch hingezogen, wenn ihr mit dieser Katze spielt. Oh ja, wie Motten vom Licht. Frauen mögen es, wenn Männer Zuneigung zu kleinen, struppigen, wehrlosen Wesen zeigen. Zu Wesen wie euch. Ach, dämlicher Magier. Jedes Mal, wenn ich etwas aus meiner Robe ziehe, rennen die Frauen weg. Oh Gott, Kopfkino. Okay. So, ich brauche Dinge. Ein Hammer. Da hinten ist irgendein Hammer. Kendrick. Bin schon unterwegs. Nein, da ist nichts Neues, okay. Kuchen. Hä? Schuhsohlen. Ach, ganz merkwürdige Sachen. Schuhsohlen? Aha. Okay, eine Puppe liegt da. Ein Hammer, okay. Quest aktualisieren, okay, dann muss ich mal gucken. Ich muss als erstes ein Messer finden. Okay. Oh Mann. Wobei, vielleicht hier in der Küche oder so? Hast du gesehen, wie diese beiden sich geworfen haben? Ich wünschte, ich hätte auch einen geheimnisvollen Wohltäter. Ja, ich weiß. Bin schon unterwegs. Okay, jetzt habe ich ein Messer. Eine Vogelscheuche. Ja, okay. Ich hab schon fast Mitleid mit ihr. Sie sah aus, als wollte sie sich die Kleider vom Leib reißen, um sich am ganzen Körper kratzen zu können. Bitte, den Anblick braucht nun wirklich keiner. Ja. Mhm. Okay. Ich versuche euch die Formel dieses Haus aufzustellen, aber ich dachte, sie lebt in Denerim. Oder nicht? Bin verwirrt. Mhm, okay. Voll fies. Ogryn stimmt zu. Das ist die Hauptsache. Ich will unbedingt seine Quest abschließen. Deswegen muss ich jetzt vielleicht böse sein. Bin schon unterwegs. Wiedergutmachung. Eine mit einem rostigen Nagel an der Anschlagtafel befestigte Nachricht. Die Vogelscheuche. Scheuche. War toll, aber jemand hat sie umgeschmissen und dabei Melissas Tomatensträucher kaputt gemacht. Melissa hat wegen ihrer Tomaten geweint und sie hat uns sehr leid getan. Wir sind arme Waisenkinder und wissen nicht, was richtig ist. Wir wollen Melissa Entschuldigung sagen, sie mag Blumen. Aber wir wollen nicht, dass Melissa uns wieder mit der Harke verfolgt. Also können wir ihr die Blumen nicht selbst geben. Kann jemand Blumen suchen und sie für uns vor Melissas Haus legen? Das klingt trotzdem irgendwie fies. Oh.
Ich glaube, ich hatte doch Blumen irgendwo eingesammelt, oder? Aber das ist, glaube ich, ein Geschenk. Warum verehrt euer Volk den Stein so sehr? Das liegt daran, dass wir vom Stein abstammen. Wenn wir aus unseren Müttern kommen, sind wir große, runde Kiesel. Rosa gestreifte Kiesel sind Mädchen, graue Jungen. Sie müssen täglich einige Augenblicke in Lava getaucht werden, damit sie nicht auskühlen. Es gibt immer wieder unglückliche Eltern, die ihren Kiesel in die Lava fallen lassen. Dann ist er verloren. Das Ganze ist wirklich traurig. Wenn man es aber richtig macht, bricht der Kiesel nach ein paar Wochen auf und ein strammes Zwergenbaby kommt zum Vorschein. Wie? Eier? Das kann unmöglich wahr sein. Wollt ihr etwa an der Natur und den Traditionen der Zwerge zweifeln? Das verletzt mich. Ach. Jetzt ernsthaft? Die schlüpfen aus Steinen? Okay. Wieder was dazu gelernt. Ja, da waren irgendwie Blumen drin in der einen Vase da. Oh, das war, glaube ich, ein Geschenk für meine Leute. Ich werde für euch beten, Kommandant. Aha, Blumen. Echt von der Kirche geklaut. Du platzierst die Blumen so, dass Melissa sie sehen kann, glaube ich. Wahrscheinlich denkt jetzt irgendeine Person, dass das irgendwie eine Affäre ist oder so. Keine Quests. Okay. Ja, dann mache ich Recht und Ordnung, denke ich. Bei Andras des juckenden Wams! Wir haben Schmuggler. Welche Leute passen da gut zusammen? Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut so, oder? Sigrun vielleicht, aber... Nein, das ist schon ganz gut, denke ich. Seid gegrüßt. Hättet ihr vielleicht Interesse an... Moment mal... Meine Jungs haben gesagt, sie hätten euch in einer Unterhaltung mit... Ich werde euch lehren, eure Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. Oh, Leute, da ist ein Magier. Ganz locker bleiben. Natürlich. Mögen wir die Götter Stärke schenken! Oh, das dürfte lustig werden! Gut, du bist dran! Die gehören dir! Ja. Wo ist er jetzt hingerannt? Nicht wirklich drauf geachtet. Wenn ich ehrlich bin. Hallo. Wie schön, euch wohl aufzusehen, ja, Kommandant. Habt ihr vielleicht etwas gesehen? Ach, da hinten sind die roten Pünktchen.
Kamera? Hallo? Ich sehe nichts. Schon unterwegs. Los geht's. Wenn ich fertig bin, senkt sich ein hübscher roter Nebel auf den Boden. Okay. Hübscher roter Nebel auf den Boden. Wie lädt das ziemlich lange, finde ich. Bitte nicht quatschen, nicht. Ihr glaubt, dass... Ich wusste es. Eure Vorfahren unsterblich waren, oder? Du kannst oder? Mir nicht... Ich will doch... ein bisschen zuhören. Ich glaube es nicht, es ist die Wahrheit. Anhaben! Und woher wisst ihr das? Warum sollten unsere Ältesten lügen? Natürlich. Warum sollten unsere Ältesten... Ja. Ja. Ja, warum? Ja, warum? In die Schlacht! Hä? Hä? Was geht's? Das? Reiß dir den Arm ab! Ich beiß dir den Arm ab. Los geht's. Ja, nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja, ich find's immer doof im Kampf, wenn die da irgendwas erzählen. Ich mag die Gespräche ziemlich gerne und da erfährt man auch noch irgendwie interessante Dinge. Das ist irgendwie ein bisschen doof dann. Aber... so ist es nun mal. Wie ihr wünscht. Natürlich. Das ist irgendwie voll Arsch. Ich weiß gar nicht warum. Schalten wir sie schnell aus. Schwachköpfe, lass zu, dass ich verfolgt werde. Los, mach die Ratte fertig. Ich bin aber gar keine Ratte. Sieh mal, da drüben! So, spielen wir? Ist das dein Ernst? Das ist doch ein Witz! Ausgezeichnet! Ausgezeichnet. Kann ich nur zustimmen. Ja. So, was brauche ich? Was fehlt mir denn? Ja.
Ja, Dornenklingen ist ganz hübsch. Ich habe zwar nicht genug Platz auf der Leiste. Oh, ups. Aber... Ja. Oder ich bin zu doof. Vielleicht kann man die Leiste höher machen oder so. Ich bin vielleicht einfach sehr dumm. Das kann natürlich auch sein. Durchaus möglich. Schlüssel erforderlich. Was? Sprich mit Aiden über den geflohenen Schmuggler. Der Schmuggler konnte in ein verlassenes Haus entkommen, das vermutlich als Eingang zu ihrem Versteck dient. Ach was, das war ja auch nicht von Anfang an klar. Erstatte Marshal Aiden Bericht. Das tue ich. Hattet ihr Erfolg mit den Schmugglern? Es gibt ein verlassenes Haus, das möglicherweise als Eingang zu ihrem Versteck dient. Dieses Haus ist seit Jahren versperrt. Wenn ich mir vorstelle, dass der Eingang die ganze Zeit dort versteckt war. Tja. Dort wird bestimmt jemand Wache stehen. Und wo es eine Wache gibt, gibt es auch einen Schlüssel. Ich werde es mir mal ansehen. Wenn ihr einen Weg zu ihrem Versteck findet, sind diese Schmuggler erledigt. Viel Glück, Kommandant. Jo, alles klar. Nathaniel stimmt zu. Seid... ihr hier, um diesen kleinen Geschäft ein Ende zu bereiten. Das kann ich nicht. Ich stehe zu Diensten. Natürlich. Die Frau sieht dazu, wie die ganzen Leute abschlachten. Hier gibt es nichts zu sehen. Huch. Eine Ratte. Spielzeugkiste. Spielzeugstreitwagen. Ist das nicht irgendwie ein wichtiges Geschenk für Orgrin oder so? Aber das mache ich dann in der Festung. Ach du Schande. Okay, das sind ein paar mehr. Hallo. Ich guck mich nur mal um bei euch. Nathaniel. Jetzt glaube ich raus. Schlosserwerkzeug. Aha. Aber schon cool, hier dieses diese Untergrundhöhle da mit den Schiffen und so. Schon hübsch. Hübsch gemacht. Ich habe von euch gehört. Natürlich. Ihr habt ein... Natürlich. Ein paar meiner Jungs ziemlichen Ärger gemacht, nicht wahr? Nun. Ja, okay. Was haben wir hier? Ich glaube, wir machen erstmal die kleinen, denke ich. Fernkämpfer. Sag es, es wird geschehen. Vorbei. Ja. Oh.
Okay, Moment. Wo gehe ich nur hin? Natürlich. Ach, es tut doch gar nicht weh. Ist das alles? Mehr hast du nicht drauf? So ein Pech. Ja. Euer Wunsch ist mir befehl. Schöpfer. Otterkuss. Oho. Okay. Ja. Trotzdem eine ziemlich coole Map, finde ich. Mit dem Schiff hier. Ruggel, ruggel. Irgendwie krassen Artefakte und sowas. Also es ist nicht nur irgendwie Kleinkram, die haben hier richtig antiken Kram. Kulturelle Dinge und sowas. Mhm. Bin schon und... Ja, hab ich gewusst. Ich hab's gewusst, dass es da ist. Was kann ich euch bringen? Was habt ihr denn im Angebot? Wusstet ihr eigentlich, dass das Schmugglerversteck hier bei euch irgendwie ein Ende, Anfang hat, wie auch immer? Ihr solltet vorsichtig sein, wenn ihr euch aus der Stadt wagt. Naja. Hier treibt sich einiges jede Menge dunkle Brut rum. Gibt es Neuigkeiten? Die Schmuggler werden euch keine Probleme mehr bereiten. Die Stadt Amaranthine steht tief in eurer Schuld. Vielen Dank, Kommandant. Nichts zu danken. Hab ich doch gern gemacht. So. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal gleich zurück. Handel muss blühen. Ich brauche Händler, ja. Golems, ja, Außergewöhnliche Materialien. Natur und Darm, Öl, makelloser Rubin. Ja, da muss ich mal gucken. Der Erbauer segne euch, Kommandant. Ich werde der beste Soldat sein, den ihr jemals hattet. Holzkiste. Ich find's halt immer cool, wenn man irgendwelche Upgrades bekommt für eine Festung oder Wacht und man das halt dann richtig sehen kann. Ich finde, das sieht total cool aus jetzt. So, kann ich Dinger schon abgeben? Ja, Kommandant. Ich hab schon ein paar Zutaten. Na gut, dann nicht.
Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ah, aber... Wollt nur mal gucken. Die Burschen schuften wie verrückt. Ihr bekommt euren Sprengstoff. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Gibt's was Neues? Kommandant? Ja, natürlich. Sofort. Nope. Okay. Was? Was? Ihr habt mich angestarrt, ihr röcketragender Irrer. Ach das, ich dachte, ein wildes Tier würde euch angreifen. Aber es war nur euer Bart. Ihr haltet euch für unglaublich schlau, was, ihr Funkenfinger? Warum wolltet ihr eigentlich grauer Wächter werden, hm? Dachtet ihr, das würde sich perfekt für irgendwelche Saufgeschichten eignen? Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr den Beitritt überlebt habt. Ihr habt euch besoffen und gegen mich gewettet, oder? Wenn ich auf etwas wette, dann darauf, dass ich euren winzigen Menschenschädel zerschmettern kann. Und ich wette, ich könnte euch unter den Tisch trinken. Da halte ich dagegen. Wisst ihr, Nathaniel, ihr seid genau wie ich. Ach, tatsächlich. Alle hassen eure Familie, weil sie etwas Schreckliches getan hat. Und das, obwohl ihr selbst nichts damit zu tun hattet. Kommt bitte zur Sache, Anders. Es ist genau wie bei den Magiern. Wenn es mehr Haus gäbe, würden sie euch alle in einen Turm sperren, um den Rest der Welt vor euch zu beschützen. Ein beeindruckender Vergleich. Ich habe darüber nachgedacht, was ihr gesagt habt, Anders. Über euren Vergleich zwischen meiner Familie und den Magiern. Das ist lächerlich. Ich werde mich nicht in eine Abscheulichkeit verwandeln, nur weil ich ein Hau bin. Ich habe auch nie behauptet, dass der Vergleich perfekt ist. Ein Hau zu sein erlaubt mir auch nicht, euren Verstand zu kontrollieren. Ihr habt irgendwie nicht verstanden, was ich sagen wollte, oder? Ich bin einfach kein Freund übertriebener Vereinfachungen. Na schön, euer Pech. Wie finden euch die Templer eigentlich immer, Anders? Sie finden mich ungemein anstrengend, das kann ich euch sagen. Es muss doch irgendein Geheimnis geben, wieso ihnen das immer wieder gelingt. Sie haben angefangen, weibliche Templer zu rekrutieren. Die Männer haben einfach nie angehalten, um nach dem Weg zu fragen. Es ist unmöglich, mit euch eine Unterhaltung zu führen. Ich gebe mein Bestes. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich die meisten Menschen sowohl körperlich als auch moralisch abstoßend finde? Gut zu wissen.